Hallo zusammen, ich bin Nicola Remy, Handballer bei Wacker Thun und der Schweizer Nationalmannschaft. Wir machen heute zusammen ein Workout und ja, starten wir gerade. Was braucht ihr dazu? Nummer 1, gute Besen. Nummer 2, PC-Ball. Wenn ihr keinen daheim habt, ist nicht so schlimm. Ich tue euch noch erklären, was ihr dann machen könnt. Ein Mätteli. Dann brauchen wir das Buch, grosse Schinken, Weltreisen. Leider muss ich von dem noch etwas träumen momentan. Wasserflasche. Und das wäre es eigentlich. Zum Starten müssen wir zuerst ins Erdgeschoss gehen, gehen wir einmal ein bisschen steigen laufen. Also, los! Einwärmen zum Starten, wenn wir zu unten stehen und springen bis zur obersten Stufe. Ganz pragmatisch. Ein paar verschiedene Stäbeübungen. Fangen wir doch an. Gut, zweite Stege. Drei Tritte rauf, eine zurück. Gut, dritte Stege. Seitwärts. Abstoßen. Wichtig bei uns, Verdäuschungen. Gut, letzte Stege. Geben wir noch ein bisschen Gas. Gut, jetzt sind wir oben angekommen. Jetzt gehen wir auf die Dachterrasse und das Workout machen. Erster Teil Einlaufen haben wir durch. Meine Beine sind warm. Ich hoffe, euch auch. Zweiter Teil Schultern. Nehmt den Besen, vorderen Teil wegnehmen. Wenn das bei euch am Besen nicht geht, kein Problem. Macht es einfach mit. Wir machen 10-mal Stecken vorne und hinten. Schaut, dass eure Arme gestreckt sind. Dass die Schultern schön warm werden. Wie die werden wir nachher noch brauchen. Und bei uns im Handball brauchen wir die Schultern sehr fest. Gut, wenn wir das gemacht haben, zweite Übung beim Einwärmen. Auch wieder für die Schultern. Stecken an. Und diagonal führen und hindern. Schaut auch, dass ihr versucht, die Arme zu strecken. Für die, wo es zu einfach ist, könnt ihr etwas näher greifen. Aber das ist schon mein Minimum, da, das ich bei mir habe. Darum behalte ich das so. Wenn ihr nicht durch sind, die Seiten wechseln. Und wenn wir das gemacht haben, können wir mit dem Hauptpart anfangen, mit dem Workout. Ich zeige euch noch vorzeigen, was wir machen. Erste Übung mit der Wasserflasche, Rumpfbeugen. Tun sie vorne zwischen die Füße, strecken, Wasserflasche nehmen, strecken. Für die, die streng ist, können ein bisschen Wasser aus der Flasche rauslassen. Zweite Übung ist Russian Twist. Mit Buch. Auf die Seite runter und mitschauen. Eine drehen, andere Seite. Auch hier kann man variieren. Für die, die es schwierig wird, können das leichter das Buch nehmen. Oder für die, die noch mehr mögen, noch grösseren. Schinken, Übung Nummer 3. Anstehen, vorne runter. Strecken, so weit wie ihr vorne kommt. Und dann mit den Füßen nachlaufen. Ich habe nicht so viel Platz, also wechsle ich einfach wieder wechseln. Nachher. Gut, vorzeigt, starten wir doch gerade. Wir machen 30 Sekunden Übung und 15 Sekunden Pause. Und fangen wir doch gerade an. Los! Übung Nummer 2.
5, 4, 3, 2, 1, Start! Geh mit dem ganzen Körper mit, schau den Bauch nach. Letzte Übung. Fünf, vier, drei, zwei, eins, Start! Drei Sekunden, machen wir noch eine, lieber eine mehr als zu wenig. Gut, das war der erste Durchgang. Der zweite ist vorbei. Zweiter Teil, Füße. Die ersten zwei Übungen sind für die Hems. Die den Ball daheim haben, ein Fuß auf den Ball, der andere gestreckt, Hüfte rauf und nachher dann tun wir strecken und anziehen. Für die, die daheim keinen Ball haben, könnt ihr euch am Sofa gehen. Ich habe hier jetzt ein paar Ballecker noch auf der Terrasse. Tun ihr einen Fuß drauf und könnt hier rauf und runter. Und die letzte Übung machen wir noch Wechselsprünge. Tief runter, auch 30 Sekunden. Für die, die das streng ist, kommen wir einfach führen und wieder zurück. Tipptopp. Starten wir. Fangen wir mit der ersten Übung an. In 3, 2, 1 und los. Gut. Andere Seite. Drei, zwei, eins. Starten. Letzte Übung, Sprung. Nehmen wir an. 3, 2, 1. No. Schaut, dass ihr tief runtergeht. Drei, zwei, eins. Gut. Letzter Teil, Seite und Rücken. Was machen wir hier? Die Flasche brauchen wir. Aber erst bei der letzten Übung. Erste Übung, Seitwärtsstütz. Rauf. Schaut ihr, dass ihr gerade seid mit dem Körper. Dann gehen wir mit den Ellbogen und dem Knie zusammen. Für die, die das schwierig ist, Fuß unten lassen. Oder einfach eben
Andere Seite genau das Gleiche. Letzte Übung. Flasche. Geht ihr auf den Bauch. Füße und Oberschenkel in die Luft. Und nachher wechseln wir die Flasche wechseln, vorne durch und hinter dem Rücken. Gut. Fangen wir an. Und einen Turner dafür nehmen. Gut. Seitwärts. Sind parat. In 3, 2, 1. Auf. Andere Seite. Drei, zwei, eins. Stufe. Letzte für den Rücken. Fangen wir an. 3, 2, 1. Los! Hier könnt ihr auch variieren, für die, was streng ist. Macht jetzt ohne Wasserflasche oder ein bisschen weniger Wasser drin. Das durch. So, das Workout ist jetzt fertig. Für die, die wollen, können einen zweiten Durchlauf machen. Fangen wir doch gleich an. Los! Übung Nummer 2. Fünf, vier, drei, zwei, eins, Start. Geh mit dem ganzen Körper mit, schau dein Buch nach. Und gut. Letzte Übung. Fünf, vier, drei, zwei, eins, Start. As we go along, a little skin on skin, toe to toe, we can make it up as we go along. We got chemistry.
3 Sekunden. Machen wir noch eine. Wieder eine mehr als Training. Gut. Das war der erste Durchgang. Der zweite ist vorbei. Jetzt fangen wir mit der ersten Übung an. In 3, 2, 1 und los. Andere Seite. Drei, zwei, eins. Warte. Letzte Übung, Sprung. Gehen wir an. 3, 2, 1, 0. Schaut, dass ihr tief runtergeht. Gut. Gut. Seitwärts. Parat. In 3, 2, 1. Auf. Andere Seite. Drei, zwei, eins. Tufe. Letzte für den Rücken. Gehen wir an. 3, 2, 1. Los. Da könnt ihr auch variieren, bei dem, was streng ist. Machen es ohne Wasserflasche oder mit etwas weniger Wasser drin. Haben wir das durch. Oh. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr seid ein bisschen aus dem Schnaufen gekommen. So wie ich jetzt sage, merke ich. Und ja, viel Spass beim Nachmachen. Und bleibt gesund. Bis gleich. Tschüss zusammen.